Dank, Gertrud, für die Anmoderation. Mein Name ist Johannes Schorling vom Incota-Netzwerk. Ich bin dort Referent für Wirtschaft und Menschenrechte und als solcher für die Initiative Lieferkettengesetz verantwortlich. Und diese Initiative werde ich jetzt vorstellen und zu Beginn einmal kurz was dazu sagen, wie wir jetzt dabei innerhalb der nächsten halben Stunde vorgehen werden. Ich möchte zuerst etwas zur Ausgangslage sagen, vor deren Hintergrund wir diese Kampagne gemacht haben, also zum Status quo in globalen Lieferketten, möchte anschließend dann auf die guten Gründe eingehen, die es aus unserer Sicht für ein Lieferkettengesetz gibt und danach etwas zur Initiative sagen, wer also eigentlich dahinter steckt, was die zentralen Forderungen der Initiative sind und wie sie sich zusammensetzt. Ich werde anschließend dann an Eva-Maria Reinwald übergeben, die etwas zu den rechtlichen Forderungen und zur konkreten Wirkung von so einem Lieferkettengesetz sagen wird und danach eingehen wird darauf, welches Material und welche Beteiligungsmöglichkeiten es im Rahmen der Kampagne gibt und auch welche Möglichkeiten für kirchliches Engagement, weil das ja der Schwerpunkt des heutigen Webinars sein wird. Im Anschluss werden wir dann noch eine halbe Stunde Zeit für eure und ihre Fragen und für Diskussionen haben. Der Hintergrund, vor dem wir die Kampagne Initiative Lieferkettengesetz gestartet haben, ist ein Status quo, der folgendermaßen aussieht. Aktuell kommt es immer wieder in den Auslandsgeschäften von deutschen Unternehmen weltweit zu Menschenrechtsverletzungen und Umweltzerstörungen. Es gibt ein paar ganz bekannte Beispiele dafür. Viele von Ihnen haben wahrscheinlich von der Brandkatastrophe in Pakistan bei Ali Enterprises gehört, die vor 7 Jahren stattgefunden hat. Dort ist eine Zuliefererfabrik von KIK abgebrannt. Es sind dabei über 250 Menschen auf sehr qualvolle Art und Weise gestorben. Der Hauptabnehmer der Bekleidung, die in dieser Fabrik hergestellt wurde, das war der deutsche Textildiscounter KIK. KIK wusste von den Bedingungen in der Fabrik oder hätte davon wissen müssen, weil sie bis zu 3/4 der Produktion gekauft haben. Das ist ein Fall, der viel durch die Medien gegangen ist, auch dieses Jahr nochmal, weil es ein Verfahren vor dem Landgericht Dortmund gab. Die Klage wurde dort allerdings abgewiesen von Betroffenen dieser Brandkatastrophe, weil es in Deutschland bisher keine rechtliche Grundlage gibt, um ein Unternehmen wie KIK für solche Fälle zur Verantwortung zu ziehen. Das ist aber bei weitem nicht das einzige Beispiel. Ebenfalls viel in der Presse in diesem Jahr war die Dammbruchkatastrophe in Brumadinho in Brasilien. Dort ist das Rückhaltebecken von einer Eisenerzmine gebrochen. Das Interessante daran ist, dass eine Tochterfirma des TÜV Süd noch wenige Monate vorher zertifiziert hat, dass dieser Damm sicher ist. Wenige Monate bevor er dann ebenfalls wieder über 250 Menschen unter sich begraben hat und einen Fluss in der Nähe verseucht hat. Wir kennen viele weitere Beispiele. Es ist seit Jahren bekannt, dass in der Schokolade, die in Deutschland sehr viel konsumiert wird, von vielen Menschen häufig Kinderarbeit steckt. Es gibt über 2 Millionen Kinder, die in Westafrika unter ausbeuterischen Bedingungen auf Kakaoplantagen arbeiten. Die Schokoladenindustrie hat schon vor fast 20 Jahren versprochen, diese Kinderarbeit zu beenden, ohne dass das bis heute passiert ist. Ein weiteres Fallbeispiel, was Oxfam im Rahmen der Kampagne veröffentlicht hat, sind Arbeitsrechtsverletzungen auf Teeplantagen in Indien, wo es auch darum geht, dass dieser Tee am Ende in deutschen Supermarktregalen landet. Ein anderes Beispiel, was in den letzten Wochen auch wieder in den Medien war, sind Menschenrechtsverletzungen beim Kobaltabbau im Kongo. Da geht es also um die Ressourcen, die dann zum Beispiel in den Batterien von Elektroautos stecken, wo es eben ein großes Problem beim informellen Kobaltabbau zum Beispiel mit Kinderarbeit gibt. Diese Beispiele zeigen, wenn wir über Menschenrechtsverletzungen und Umweltzerstörung sprechen, dann sind das keine Einzelfälle, sondern das ist ein strukturelles Problem. Deutschland belegt weltweit Platz 5 unter den Ländern mit den meisten Menschenrechtsbeschwerden gegen Unternehmen, sodass man also sagen kann, für die Gewinne deutscher Unternehmen bezahlen viele und es muss sich an diesem Status quo etwas ändern. Es gibt aus unserer Sicht viele gute Gründe für ein Lieferkettengesetz und ich möchte jetzt kurz auf ein paar davon eingehen. Das erste Argument ist, wer Schäden anrichtet, muss dafür auch Verantwortung übernehmen. Jetzt gerade ist es so, dass deutsche Unternehmen kaum rechtliche Konsequenzen fürchten müssen, wenn sie in ihren globalen Geschäften an Menschenrechtsverletzungen beteiligt sind. Genau das wollen wir mit unserer Initiative ändern, damit Verstöße deutscher Unternehmen gegen Menschenrechte auch eine Konsequenz haben.
Es gibt auch ein Argument aus der Logik der Unternehmen selbst, nämlich jetzt gerade ist es ein Wettbewerbsnachteil für Unternehmen, wenn sie sich verstärkt für Menschenrechte und die Einhaltung von Umweltstandards engagieren, denn das alles kostet Geld und es ist ein Nachteil gegenüber der rücksichtslosen Konkurrenz, die Mindeststandards unterläuft, um Produkte billiger anbieten zu können. Deswegen fordern wir als Initiative, wir brauchen gleiche Spielregeln für alle, damit nicht verantwortungsloses Handeln belohnt wird. Und auch das ist ein wichtiges Argument, was zunehmend auch Unternehmen selbst aufgreifen. Also es gibt eine Reihe von Unternehmen, die mittlerweile auch eine gesetzliche Regelung fordern dazu. Unternehmen wie zum Beispiel Tchibo oder auch Rittersport oder der Autohersteller VW. Es gibt noch ein weiteres Argument, nämlich, dass man die Verantwortung für Nachhaltigkeit nicht auf Verbraucher und Verbraucherinnen abwälzen darf. Wir hören häufig, dass es die Verantwortung von KonsumentInnen ist, für mehr Nachhaltigkeit zu sorgen, indem sie zum Beispiel zertifizierte Produkte einkaufen. Natürlich finden wir es wichtig, dass Menschen bei ihrem Einkauf auch darauf achten, dass sie zertifizierte Produkte kaufen, wo das möglich ist. Allerdings gibt es gar nicht für all die Produkte, mit denen wir so im Alltag zu tun haben, eine Form von Zertifizierung, geschweige denn eine Form von Zertifizierung, die zuverlässig ist. Und ich bringe immer das Beispiel, dass ich mich jetzt im Rahmen meiner Arbeit bei Incota 2 Jahre intensiv mit dem Thema Kakao und Schokolade auseinandergesetzt habe und dadurch jetzt so langsam an dem Punkt bin, dass ich eine informierte Kaufentscheidung treffen kann, wenn es um Schokolade geht. Ich kann mich aber nicht mit all den Hunderten von Produkten, mit denen ich in meinem Alltag zu tun habe, so lange beruflich auseinandersetzen. Das heißt, es ist von KonsumentInnen auch zu viel verlangt, wenn sie bestimmte Informationen gar nicht haben, weil die Unternehmen die auch nicht herausrücken, weil zum Beispiel Lieferketten nicht transparent sind. Das heißt, wir finden, KonsumentInnen dürfen nicht vor die falsche Wahl gestellt werden, ob sie Produkte kaufen wollen, in denen Kinderarbeit zum Beispiel steckt. Und es braucht einen gesetzlichen Rahmen, damit Unternehmen in jedem Fall auf den Schutz von Menschenrechten und der Umwelt verpflichtet sind. Ein weiteres Argument noch ist, dass auch Betroffene von Menschenrechtsverletzungen Zugang zu Gerichten in Deutschland brauchen. Da hatte ich ja schon erwähnt, dass es bisher für Betroffene häufig nicht möglich ist. Und das hat leider die abgewiesene Klage von Betroffenen der Brandkatastrophe in Pakistan beim Kek-Zulieferer dieses Jahr nochmal deutlich gezeigt, weshalb ein zentrales Element unserer Forderung, und darauf wird Eva im zweiten Teil eingehen, auch ist, dass Unternehmen haftbar gemacht werden können müssen vor deutschen Gerichten. Es wird häufig gesagt, und das ist bisher auch die Linie der Bundesregierung, dass freiwillige Selbstverpflichtungen von Unternehmen ausreichen, um zum Schutz der Menschenrechte zu kommen. Wir finden, dass es mittlerweile genug Beispiele dafür gibt, dass Freiwilligkeit oder ein Ansatz, der alleine auf Freiwilligkeit basiert, gescheitert ist. Wenn wir uns angucken, was es an Industrieinitiativen gibt, Brancheninitiativen wie das Forum Nachhaltiger Kakao oder das Textilbündnis, dann sind sie wichtig, aber die Fortschritte dort sind bei weitem nicht ausreichend. Es ist auch freiwillig für die Unternehmen, ob sie sich daran beteiligen. Und das reicht aus unserer Sicht nicht aus, damit es in der Breite wirklich zu einer Veränderung der Geschäftsmodelle kommt, weshalb wir sagen, erst ein Gesetz kann Geschäftspraktiken wirklich verändern. Aus all diesen Gründen finden wir, dass es in Deutschland ein Lieferkettengesetz braucht. Diese Forderung steht auch nicht im luftleeren Raum, sondern es gibt verschiedene andere Länder, die vormachen, wie es gehen kann. In Frankreich, um nur ein Beispiel zu nennen, gibt es seit 2017 ein Gesetz zur unternehmerischen Sorgfaltspflicht. Das ist also dort vor mittlerweile 2 Jahren verabschiedet worden und zeigt, dass auch in Deutschland so etwas möglich wäre, wenn der politische Wille dafür da ist. Wir finden auch, dass verantwortlich wirtschaftende Unternehmen durch ein solches Lieferkettengesetz nichts zu befürchten hätten und fordern deswegen von der Bundesregierung noch in dieser Legislaturperiode, dass sie ein entsprechendes Gesetz ebenfalls beschließt. Wir, das ist die Initiative Lieferkettengesetz. Diese Initiative ist ein sehr breites zivilgesellschaftliches Bündnis von mittlerweile über 80 Organisationen getragen bzw. unterstützt. Hier sind mal die Organisationen aus dem Trägerkreis aufgelistet. Das sind Gewerkschaften wie der DGB und Verdi, es sind kirchliche Organisationen dabei, Brot für die Welt und Miserior, Umweltorganisationen wie zum Beispiel der BUND und Greenpeace und eine ganze Reihe von Organisationen aus den Bereichen fairer Handel und Entwicklungspolitik, wie zum Beispiel auch das Südwind-Institut und Incota, die wir heute hier vertreten. Auf dieser Folie sieht man die unterstützenden Organisationen und da sieht man auch, dass sich kirchliche Organisationen in der Tat sehr stark an dieser Kampagne beteiligen. Und das ist ja heute auch der Schwerpunkt
wo Eva Maria Reinwald im zweiten Teil noch mehr zum kirchlichen Engagement auch sagen wird. Auf diesem Bild sieht man unsere Auftaktaktion, die haben wir im September gemacht. Das war eine Aktion anlässlich des Jahrestags von der Ali Enterprises Brandkatastrophe. Da haben wir also eine Aktion vor dem Bundestag gemacht und sind einmal als Bündnis zusammengekommen. Und auf diesem Bild, finde ich, sieht man sehr schön auch die Breite der Zivilgesellschaft, die wir hier repräsentieren. In den Monaten, die seitdem vergangen sind, haben wir sehr viele unterschiedliche Sachen gemacht. Hier nur schlaglichtartig in Form von ein paar Bildern. Das war unsere Auftaktpressekonferenz, ebenfalls am 10. September. Das ist eine Aktion, die wir gemacht haben vor der Zentrale des TÜV Süd in München, weil Organisationen, die an der Kampagne beteiligt sind, in der Zwischenzeit auch Klage eingereicht haben gegen Mitarbeitende des TÜV Süd für die Verantwortung, die sie aus unserer Sicht tragen für die Katastrophe in Brasilien. Es haben eine Reihe von lokalen Aktionen stattgefunden. Rechts zu sehen eine Aktion, die unter anderem das Südwind-Institut in Köln mitorganisiert hat. Wir haben vor dem Deutschen Arbeitgebertag protestiert gegen den Kuschelkurs, den das Wirtschaftsministerium mit den Arbeitgeberverbänden fährt, die intensiv gerade versuchen, durch Lobbyarbeit ein Lieferkettengesetz zu verhindern. Und wir haben zum Black Friday auch einen bundesweiten Aktionstag mit über 20 Aktionen bundesweit gemacht. Hier zu sehen die Aktion, die in dem Rahmen in Bonn stattgefunden hat, von AktivistInnen aus dem Spektrum der Kampagne für saubere Kleidung. Damit wären wir dann bei der Frage, wie eigentlich ein Lieferkettengesetz konkret wirken soll. Und dafür würde ich jetzt an Eva-Maria Reinwald von Südwind übergeben. Ja, herzlichen Dank für die Übergabe. Ich übernehme mal den Bildschirm. Einen Augenblick. Moment, eigentlich müsste mein Bildschirm jetzt sichtbar werden. Ist er da schon? Ist sichtbar, okay. Eine Gut, Präsentation dann starte ist ich, ist in groß, Ordnung. mach Dann die starte mal. ich jetzt mit der Präsentation. So. Gut, jetzt, ja. Super. Dankeschön. Genau. Ja, was fordern wir konkret von diesem Gesetz, diesem Lieferkettengesetz, was die Initiative Lieferkettengesetz fordert? Vielleicht ganz kurz nochmal zu mir. Mein Name ist Eva Reinwald. Ich arbeite bei Südwind als Referentin für globale Wirtschaft und Menschenrechte und vertrete Südwind auch im Träger- und Steuerungskreis dieser Initiative Lieferkettengesetz und habe noch ein Projekt, wo es um das kirchliche Engagement in dieser Initiative geht. Wir haben nämlich eine eigene AG-Kirche in der Initiative gegründet, um das ein bisschen zu steuern und zu bündeln. Ja, zu den Anforderungen an das Lieferkettengesetz. Der Kern dessen ist, dass Sorgfaltspflichten von Unternehmen, also das, was Unternehmen tun müssen, um Menschenrechte und Umweltstandards zu achten in ihrer Lieferkette, dass das im deutschen Recht verankert werden soll. Das heißt, es gibt einen Prozess, zu dem Unternehmen verpflichtet werden. Unternehmen müssen Risiken untersuchen, Risiken, ob Menschenrechte, ob Umweltstandards in ihrer Lieferkette verletzt werden. Müssen auch da dann genau hinschauen, wenn es sich um besonders schwere Risiken handelt, dass sie zum Beispiel mit Nichtregierungsorganisationen, Gewerkschaften vor Ort in Verbindung treten und diesen Risiken auf die Spur gehen oder den tatsächlichen Menschenrechtsverletzungen auf die Spur gehen. Sie müssen wirksame Gegenmaßnahmen ergreifen. Über diese Maßnahmen müssen sie transparent berichten und sie müssen Beschwerdestellen einrichten, damit Betroffene von Menschenrechtsverstößen die Möglichkeit haben, sich zu beschweren und auf Missstände aufmerksam zu machen. Wir möchten, dass zu diesen Prozessen die großen Unternehmen verpflichtet werden, also Unternehmen ab 250 Mitarbeitenden, die in Deutschland geschäftstätig sind, das heißt, die hier einen Sitz haben, die hier Niederlassungen haben oder die regelmäßig Waren nach Deutschland importieren. Und wir denken, dass zusätzlich auch kleine und mittlere Unternehmen verpflichtet werden müssen, wenn sie in bestimmten Risikobereichen tätig sind. Wir wissen, in der Textilindustrie, in der Chemieindustrie oder in der Schuhproduktion oder im Rohstoffabbau gibt es besonders starke Risiken für Menschenrechtsverletzungen. Und hier sehen wir auch kleinere und mittlere Unternehmen in der Pflicht, solche Sorgfaltsprozesse einzuführen. Wichtig ist für uns, damit dieses Gesetz wirksam ist, dass es auch Sanktionen gibt. Das heißt, dass Bußgelder verhängt werden, wenn Unternehmen dieser Verpflichtung nicht nachkommen.
dass sie ausgeschlossen werden von öffentlichen Aufträgen und dass sie nicht noch extra Außenwirtschaftsförderung bekommen, wenn sie nicht ausreichend diesen Prozessen der menschenrechtlichen Sorgfalt nachkommen. Das heißt, ja, man hat mit Konsequenzen zu rechnen, wenn man als Unternehmen nicht wirksam diese Prozesse durchführt. Und gleichzeitig, Eva, ja? Entschuldigung, Eva, du bist nicht immer gut zu verstehen. Vielleicht kannst du etwas langsamer sprechen. Ich weiß nicht genau, woran es liegt, aber probier mal mit etwas langsamer sprechen. Entschuldigung. Ich versuche es mit etwas langsamer. Gleichzeitig müssen Unternehmen haften, wenn Schäden im Ausland vermeidbar oder vorhersehbar waren. Also wenn Menschen zu Schaden gekommen sind, wenn sie zum Beispiel Angehörige bei einem Fabrikbrand verloren haben, wenn sie von ihrem Land vertrieben worden sind, und Ähnliches, dass sie dann die Möglichkeit haben, über die Grenze hinweg ein Unternehmen in Deutschland vor einem deutschen Gericht zur Rechenschaft zu ziehen. Und das einerseits im Sinne der Betroffenen, dass sie zu ihrem Recht gelangen. Aber gleichzeitig ist das natürlich auch ein großer Anreiz für Unternehmen, Vorsorgemaßnahmen zu ergreifen, um gar nicht erst in diese Situation zu gelangen. Da erhalten wir eben ja diese Kopplung mit Sanktionen und dem Haftungsmechanismus für wichtig. Das heißt, das Lieferkettengesetz besteht aus verschiedenen Elementen, um das nochmal zusammenzufassen. Es gibt zum einen diese Sorgfaltspflicht für Unternehmen, Risiken ermitteln, Maßnahmen ergreifen, Beschwerdemechanismen einrichten etc. Das ist geknüpft mit öffentlich-rechtlichen Sanktionen, also Bußgelder, die verhängt werden, Ausschluss aus der öffentlichen Beschaffung und aus der Außenwirtschaftsförderung. Plus, es gibt einen Haftungsmechanismus, der im Zivilrecht verankert ist. Also aus diesen Elementen besteht das Gesetz, was wir fordern. Wo steht die politische Diskussion dazu? Wir sind mit dieser Kampagne gestartet, weil absehbar war, dass 2020 über ein solches Gesetz entschieden werden soll in der Bundesregierung. Und zwar zum einen, weil die Bundesregierung in ihrem Koalitionsvertrag ankündigt, dass 2018 eine gesetzliche Regelung kommen soll, wenn sich zeigt, dass die freiwilligen Maßnahmen, die bislang eben getätigt wurden in diesem Bereich von der Bundesregierung, wenn die nicht ausreichen. Diese freiwilligen Maßnahmen sind bislang verankert im sogenannten Nationalen Aktionsplan Wirtschaft und Menschenrechte. Der wurde Ende 2016 verabschiedet. Und wurde geprüft, inwiefern Unternehmen freiwillig solche Prozesse menschenrechtlicher Sorgfalt, die ich eben beschrieben habe, umsetzen. Es ist dann auch ein Entwurf für ein Wertschöpfungskettengesetz Anfang dieses Jahres aus dem Entwicklungsministerium bekannt geworden. Das wird nicht der Entwurf sein, der jetzt in den politischen Prozess hineinkommt, sondern es wird einen neuen Entwurf geben. Und wer die Nachrichten heute intensiver verfolgt hat, hat vielleicht mitbekommen, dass unser Arbeitsminister Hubertus Heil angekündigt hat, mit Minister Müller ein Lieferkettengesetz zu erarbeiten. Da wird sich sicherlich in dieser Woche auch noch einiges an Bewegung reinkommen. Und wir sind sehr gespannt, wie es weitergeht. Sicher ist, dass es weiterhin den Druck auch aus der Bevölkerung geben muss, um zu einem solchen Gesetz zu gelangen. Denn wir haben die Unterstützung von Minister Heil, von Minister Müller, die positiv positioniert sind zu einem solchen Gesetz. Auch die Bundesparteitage von CDU und SPD haben sich jetzt für ein Lieferkettengesetz in Beschlüssen ausgesprochen. Allerdings zeigt das keinesfalls, dass es eine vollkommene Einigkeit gibt. Wir wissen, dass etwa das Wirtschaftsministerium ein starker Gegner der gesetzlichen Regulierung ist. Also es wird im kommenden Jahr einiges zu tun bleiben, damit es zu einem Lieferkettengesetz kommt. Und damit komme ich auch zum Engagement und der Notwendigkeit des Engagements auf der lokalen Ebene. Sie haben ja ein Webinar auch für lokal Engagierte. Da gibt es zahlreiche Möglichkeiten, sich zu beteiligen und zu unterstützen, deutlich zu machen, dass diese Forderung nach einem Lieferkettengesetz von ganz breiten Bevölkerungsschichten getragen wird. Auf der Website der Initiative finden sich zahlreiche Materialien, die man dafür verwenden kann, zum Beispiel Flyer, Fallbeispiel, Plakate. Es
Es gibt einen Argumentationsleitfaden mit den wichtigsten Fragen, die beantwortet werden. Die rechtlichen Forderungen sind zu finden. Und auch Unterschriftenlisten, mit denen man Unterschriften sammeln kann, noch bis zum Juni. Und was es auch gibt, ist eine Beschreibung von Aktionsbausteinen. Bausteinen, mit denen man ja, selbst auf die Straße gehen kann, aktiv werden kann. Und davon möchte ich einige Ideen jetzt auch noch vorstellen. Wir denken, es ist sehr wichtig, dass in den verschiedenen Städten und Regionen auf das Thema Lieferkettengesetz aufmerksam gemacht wird. Viele Konsumentinnen und Konsumenten sind sensibilisiert für bestimmte Probleme, die es gibt in den Lieferketten, etwa in der Kleidungsproduktion, aber kennen noch nicht die Möglichkeit der Regulierung über ein Gesetz. Und da aufmerksam zu machen, da gibt es zahlreiche Anregungen für, etwa indem dieser gesetzliche Rahmen eingesetzt wird in Sprühkreideaktionen, in Fotoaktionen. Wir haben da Vorschläge für Filmvorführungen, mit denen man das Thema auch in den eigenen Ort hineintragen kann. Viele Weltläden haben schon mit Bodenplakaten auf die Initiative aufmerksam gemacht. Da lohnt es sich, durch die Materialien einmal zu stöbern, was vielleicht auch für die eigene Gruppe, eigene Initiative passen könnte. Neben dieser Schaffung von Aufmerksamkeit ist es auch wichtig, dass lokale Akteure ins Gespräch kommen mit den Bundestagsabgeordneten in ihrer Region, also den Bundestagsabgeordneten, die den Wahlkreis in ihrer Region haben. Denn für viele Abgeordnete ist das Thema Lieferkettengesetz noch ein Nebenthema, was ihnen vielleicht gar nicht groß bekannt ist. Und da ist es wichtig zu zeigen, es interessiert die Leute in ihrem Ort. Auch dafür haben wir Anregungen entwickelt. Eine Idee ist, Abgeordneten ein sogenanntes Care-Paket zu überreichen, wo man anhand von Gegenständen erläutern kann, ja, warum es die Forderung nach einem Lieferkettengesetz braucht und dann den Bundestagsabgeordneten, die Bundestagsabgeordnete bitten kann, sich mit einem Statement, ich trage Sorge für Sorgfaltspflichten, für ein solches Lieferkettengesetz auszusprechen. Man kann Bundestagsabgeordnete auch zum fairen Frühstück oder zu einer Podiumsdiskussion einladen. Aber das sind natürlich Möglichkeiten, aktiv auch vor Ort das Thema voranzubringen und Politik mit einzubeziehen. Ja, wir haben ja angekündigt, dass es auch einen Schwerpunkt auf das kirchliche Engagement geben soll, denn da hat sich inzwischen einiges getan und es gibt auch Materialien speziell für den kirchlichen Bereich, die ich vorstellen möchte. Zum einen merken wir immer wieder, dass Kirchen und die christlichen Organisationen ein sehr, sehr starker Partner, wichtiger Partner in dieser Initiative sind. Johannes hatte vorhin ja die verschiedenen Bündnismitglieder gezeigt aus Träger- und Unterstützerkreis. Da sind 29 der 82 Mitglieder aus dem kirchlichen Bereich, also ein starker Zuspruch daher. Die Kirchen und kirchlichen Akteure haben sich einen gemeinsamen Leitvers gegeben für ihr Engagement, nämlich den Vers schafft Recht und Gerechtigkeit aus Jeremia 22,3, der uns dazu aufruft, eben ja Unrecht zu bekämpfen und das eben auch durch das Schaffen von Recht im Sinne derer, die ausgebeutet und unterdrückt sind. Es gab eine Reihe von öffentlichen Bekundungen, auch für ein Lieferkettengesetz aus dem Bereich der Kirchen. So hat das Zentralkomitee der deutschen Katholiken bei ihrer Vollversammlung ein Lieferkettengesetz noch in dieser Legislaturperiode gefordert. Die Landessynode der Evangelischen Kirche von Westfalen hat einen Beschluss gefasst, zur Unterstützung des Lieferkettengesetzes und dass sich Gemeinden dazu engagieren sollen. Oder auch der bayerische Landesbischof Heinrich Bedford Strohm hat sich im Rahmen des Engagements der eine Weltakteure in Bayern auch für ein Lieferkettengesetz schon positioniert. Das heißt, es gibt da einen starken Zuspruch auch aus dem kirchlichen Bereich für einen gesetzlichen Rahmen, der eben auch natürlich ein wichtiges Signal gegenüber der Politik ist. Für das kirchliche Engagement gibt es eine Reihe von Materialien, die inzwischen entwickelt worden sind. Zum einen haben die christliche Initiative Romero und Wir von Sittwind eine Handreichung für das kirchliche Engagement in der Initiative Lieferkettengesetz herausgebracht, auch mit Beiträgen von Engagierten aus anderen Organisationen und Gruppen.
in der sich ja, Anregungen finden, zum Beispiel für eine Gestaltung eines politischen Abendgebetes oder Gottesdienstes unter diesem Leitvers schafft Recht und Gerechtigkeit, aber auch eben eine Reihe von ja, anderen Hinweisen, wie man eben auch als Kirchengemeinde zum Lieferkettengesetz aktiv werden kann. Was wir von Südwind gemeinsam mit Brot für die Welt und Miserior entwickelt haben, ist auch eine Ausstellung für Gemeindehäuser, die es zum einen als Roll-up-Ausstellung gibt, die in drei Orten in NRW, also in Münster, Dortmund und Köln, in Kürze ausgeliehen werden kann. Auch noch in anderen Bundesländern vervielfältigt werden soll, also in Bayern wird es sie auch noch geben. Und man kann sie aber auch als Plakatausstellung downloaden. Das heißt, wenn man einfach im Gemeindehaus ein bisschen über diese Initiative informieren möchte, kann man Plakate aufhängen dazu und ja, Menschen die Möglichkeit geben, sich über verschiedene ja, Herausforderungen in Lieferketten und auch den Ansatz quasi eines Lieferkettengesetzes zu informieren. Auf unserer Seite von Südwind, die unten in der Präsentation hier zu finden ist, gibt es auch eine Reihe noch von Zusatzmaterialien, zum Beispiel eine PowerPoint-Präsentation mit Bildimpulsen oder so ein Aushang für Schaukästen und Ähnliches, mit dem man als Gemeinde dann auch sich engagieren kann in der Initiative Lieferkettengesetz. Wir haben uns als kirchliche Akteure überlegt, dass wir gemeinsam ein Zeichen setzen möchten zum Rana Plaza Tag am 24.04.2020, Entschuldigung, das ist falsch in der Präsentation. Und das, an diesem Tag werden sicherlich auch viele zivilgesellschaftliche Gruppen nochmal ihre Stimme für ein Lieferkettengesetz erheben, also ein Termin, den man sich gut vormerken kann, vielleicht dann auch als Gemeinde oder eben als andere zivilgesellschaftliche Gruppe aktiv zu werden mit Filmabenden, mit Gottesdiensten, mit Aktionen rund eben um ja, das verheerende Textilunglück von Rana Plaza und eben mit der Forderung nach einem Lieferkettengesetz. Da werden wir nochmal auch ein Informationspaket zu zusammenstellen für Kirchengemeinden. Ja, wer informiert bleiben will zum Thema, kann das natürlich immer über die Website der Initiative Lieferkettengesetz, auch unter den Aktuelles-Meldungen. Es gibt eine Facebook-Seite dazu, wo wir auch vieles des lokalen Engagements abbilden. Wenn Sie oder ihr selber aktiv seid, gerne diese Seite markieren, damit wir vielleicht auch Meldungen von lokalem Engagement übernehmen können. Auf Twitter wird der Hashtag Lieferkettengesetz vor allem verwendet und auch da gibt es so einen Sammel-Account für Meldungen dazu und ja, zu den kirchlichen Materialien werden wir auf unserer Südwind-Seite auch das neue Materialien updaten. Vielleicht noch ein Hinweis für die, die lokal aktiv werden. Es gibt eine Kontaktliste auf der Seite der Initiative Lieferkettengesetz mit Ansprechpartnern in den verschiedenen Bundesländern. Da ist es sinnvoll, den Kontakt so aufzunehmen, etwa wenn Bundestagsabgeordnete besucht werden sollen, sodass sie dann einen Überblick über die Aktivitäten auch erhalten. In dieser Liste finden sich auch Hinweise auf mögliche Referentinnen und Referenten, die man einladen kann. Ganz zum Abschluss nochmal ein Hinweis auf folgende Webinare, in denen man Wissen nochmal vertiefen kann. Es wird im Januar ein spezielles Webinar zu diesem Dammbruch in Brasilien geben. Dann nochmal eins mit dem Schwerpunkt auf das Umweltengagement und Umweltfragen. Und im März dann eine ja, Art Argumentationstraining, die wir auch noch als Webinar anbieten. Herzlichen Dank und ich freue mich, wenn wir gleich in die Diskussion übergehen.